Hey Alpha, it's Richard und willkommen zur neuen Folge von From Fit to Fat to Fit und bereits Nummer 21. Ja, wir haben schon die 21. Woche von From Fit to Fat to Fit und es ist bereits, glaube ich, auch schon die dritte Woche, in der ich jetzt anfange abzunehmen. Und diese Woche, ich nehme es gleich vorne weg, habe ich 900 Gramm abgenommen, was mich fast sogar ein bisschen überrascht hat, da ich letzte Woche wieder für ein paar Tage in Ilmensee war und an einem Abend, das sich einfach nicht vermeiden ließ, einen richtig krassen Cheat-Day zu machen. Wer mich kennt und weiß, dass ich normalerweise so esse, kann sich dann ungefähr ein Bild davon machen, was ich alles verdrückt habe, wenn ich sage, dass ich einen krassen Cheat-Day gemacht habe. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wann ich das letzte Mal so unglaublich viel an einem Abend gegessen habe. Und damit jetzt hier keine Verwirrung aufkommt, also ich bin nicht jemand, der generell Cheat Days in meine Diät einplant, da ich einfach normalerweise jemand bin, der sowas nicht braucht. Ich komme eigentlich relativ so gut durch. Ich weiß, was für Sachen ich zu mir nehmen muss, damit ich nicht so krasse Sugar Cravings bekomme, also nicht dieses Verlangen nach was Süßem habe. Dazu habe ich übrigens bereits mal ein Video gemacht. Ich verlinke es euch mal unten in der Beschreibung für jeden, der es mal gern sehen will. Ich mache dann einfach nur Cheat Days, wenn es sich mal wirklich irgendein Anlass ist oder irgendeine Party oder irgendwas und es sich auf gar keinen Fall vermeiden lässt. Da bin ich dann noch nicht der, der sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt clean essen, ich kann jetzt auf gar keinen Fall mal in 2 Monaten mal einmal komplett reinhauen. Sondern ich bin dann schon so einer, der dann auch mal in die Vollen geht und sich da mal wieder richtig vollstopft. Cheat Days finde ich meiner Meinung nach sogar gar nicht so schlecht. Da es einfach mal wieder so ein richtig krasser Kalorien-Intake ist, also man nimmt wieder richtig viele Kalorien zu sich, was gar nicht so schlecht sein kann, wenn man in seiner Diät ist. Denn mit einer der Gründe für Cheat Days, wenn Leute Cheat Days machen, ist ja, dass wenn du eine Diät machst und immer weiter mit den Kalorien runtergehst, dein Stoffwechsel langsam anfängt einzuschlafen, langsamer zu werden und alles ein bisschen runterzufahren. Und wenn du dem dann mal wieder richtig krass Kalorien gibst, dann weckt es ihn quasi wieder auf. Er weiß, okay, er kriegt doch noch genug Energie zu sich. Und das einfach nicht in diesen Einschlafstatus reinfällt. Das Ganze kann sich natürlich zu einer krassen Falle entpuppen, was mir auch schon das ein oder andere Mal passiert ist. Ich bin ja nicht das beim ersten Mal hier am Diät machen. Ist, dass man, wenn man dann so krass verkopft ist in, oh, ich muss clean essen und alles muss passen und jedes Gramm genau. Und wenn man dann einen Tag mal hat, an dem man es irgendwie nicht hinkriegt oder einfach mal über die Stränge schlägt, dann zu denken, oh mein Gott, alles ist für den Arsch, ich muss von vorne anfangen. Und dann, die meisten sagen dann auch noch, oh, jetzt kann ich es gerade lassen, scheiß auf Diät. Und dann quasi alles direkt über den Haufen werfen, nur weil sie einmal ein bisschen zu viel gegessen haben. Ich bin da mittlerweile ganz cool, ich weiß ganz genau, wenn ich mich 6 Tage die Woche clean ernähre und mal einen Tag in der Woche dann doch mehr esse, dann macht es meinem Körper genauso wenig, wie wenn ich mich jetzt 6 Tage die Woche nur von Burger, Fritten und Pizza ernähren würde. Und dann einen Tag in der Woche an einem Sonntag mal Salat und mich gesund ernähren würde. Und dass ich dann denke, dass ich davon dann abnehme. Das ist genau der gleiche Quatsch. Drum, falls ihr auch abnehmen wollt, klar, seid strikt in eurem Plan, bleibt da auch dran. Aber wenn es dann doch mal irgendein Ereignis gibt, wo man dann doch mal mehr isst, macht euch nicht verrückt. Kommt einfach am nächsten Tag zurück, macht einfach weiter euren Sport, macht weiter eure Ernährung. Und ich werde euch versichern, dass es euch nicht krass zurückwerfen wird, sondern vielleicht sogar helfen kann. Eine weitere kleine organisatorische Sache, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich meine From Fit to Fat to Fit Videos jetzt nur noch alle 2 Wochen hochlade, einfach weil ich mir gedacht habe, dass das Ganze irgendwie ein bisschen repetitiv wird und vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen langwierig und immer wieder das Gleiche. Darum mache ich das jetzt nur alle 2 Wochen, weil ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe, um ein bisschen mehr Fakten über meine Diät zu sammeln, euch ein bisschen mehr erzählen kann. Und damit ich dann auch in den Vergleichvideos besser zeigen kann, dass sich doch was getan hat und dass man ein bisschen besser den Unterschied sieht. Aber ihr braucht euch natürlich keine Sorgen machen, ich werde trotzdem einmal die Woche mindestens ein Video hochladen. Da kommt halt irgendein anderes Video, irgendein anderer Content, irgendwas, was mir gerade einfällt, vielleicht irgendein Buch oder sonstiges Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Dann war ich heute mal wieder im Gym, habe heute Beine trainiert und ich muss wirklich dazu sagen, ich hatte heute Nacht nur 2 Stunden Schlaf. Ich weiß nicht, was sich mein Körper oder mein Geist gestern Nacht gedacht hat, weil ich einen richtig krass langen Tag hatte und richtig fertig war und dann abends im Bett lag, viele kennen es vielleicht von euch, und auf einmal so hellwach war, als hätte ich gerade einen Liter Kaffee getrichtert. Und dann lag ich wirklich bis um 5 Uhr wach in meinem Bett und um 7 hat wieder der Wecker geklingelt, ab in die Uni. Heißt, ich hatte 2 Stunden Schlaf unterm Strich, war dann in der Uni, bin direkt danach ins Gym und habe Beine trainiert.
Und dann dachte ich mir, ich gehe da rein und denke mir, scheiß drauf, ich versuche einfach nur irgendwie mein Training hinzukriegen, weil ich hundemüde war und es mir auch echt nicht so gut ging. Und was dann zu meiner Überraschung war, ist nicht nur, dass mein Training okay gelaufen ist, sondern dass es auch noch richtig, richtig gut war. Ich bin trotz Kaloriendefizit und 2 Stunden Schlaf überall mit den Gewichten hochgegangen. Ich bin zum Beispiel beim Squat wieder hochgegangen mit den Gewichten, war jetzt wieder über 100 Kilo. Kreuzheben habe ich ja neulich erst wieder angefangen, war da auch fast bei 100 Kilo. Waden auch komplett hochgegangen. Und ich stand im Gym und wusste gar nicht, was Sache ist, weil ich gedacht habe, ich werde jetzt ein richtiges Scheiß-Workout hinlegen und dann ist es richtig, richtig geil gekommen. Drum einfach nochmal zur Erinnerung, falls ihr auch mal denkt, es ist ein Scheißtag oder euch geht's nicht so gut, geht einfach trotzdem ins Gym, macht einfach Special draus. Oft wird es dann noch viel, viel besser, als man dann denkt, wenn man dann mal da ist und mal angefangen hat. Was natürlich jetzt noch positiv zu meiner ganzen Diät- und Abnehmgeschichte dazukommt, ist, dass es hier in Freiburg wieder super geiles Wetter ist. Ich habe super coole Kumpels, mit denen ich voll viel rausgehe. Wir waren jetzt zum Beispiel gestern wieder Volleyball und Fußball spielen. Und die ganze extra Bewegung, die zeigt sich natürlich auch in dem Kalorienverbrauch. Und wenn man sich den ganzen Tag bewegt, dann auch noch an der Sonne ist, an der frischen Luft, dann, klar, dann nimmt man einfach noch mehr ab. Und vor allem, so wie es ich jetzt gerade mache, wenn ich dann auch noch am Fasten bin und dann die ganze Zeit quasi auf leerem Körper die ganzen Aktivitäten habe, dann verbrennt es natürlich nochmal ungemein mehr Kalorien. Drum ist es auch einfach immer wieder schön zu sehen, dass Diät nicht nur heißt, ich muss jetzt irgendwelche ekligen Sachen essen, die überhaupt nicht gut schmecken und muss irgendwie aufs Laufband gehen, was überhaupt gar keinen Bock macht und ich überhaupt, wenn ich nur dran denke, es mir schlecht geht, sondern nehmt euch einfach Freunde, geht einfach raus, spielt Fußball, spielt Volleyball, geht Fahrradfahren, geht wandern, was auch immer euch Spaß macht. Abnehmen kann so viel mehr Spaß machen, als die meisten Leute denken. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nächste Woche kein From Fit to Fat to Fit, dafür irgendein anderes cooles Video. Wir sehen uns dann, was dieses Format wieder angeht, erst in 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal. Peace.